Jo, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute mit Roter Sand Nacht Onslaught. Onslaught ist der Spielmodus. Schauen wir, wie es wird. Ja, ich kann die Finger von dem Sniper nicht lassen. Artilleriekreuzer heißt das Ding, Entschuldigung. Das ist halt so mein Ding. Kennt ihr unter Umständen von World of Warplanes? Auch da bin ich, fliege ich eher den einen oder anderen Jäger und eher was Leichtes, Schnelles als irgendeine fliegende Festung. Wir haben leider nur eine Korvette dabei. Die Korvetten sind dann, sind die kleinen, die da. Oh, das ist die da. Nee, das ist ein taktischer Kreuzer. Das ist die Korvette da, meine ich, die kleine. Und das sind dann auch immer die Heiler und ähnliche Dinge. Also bei World of Warcraft und so war ich schon immer eher so ein Heilerspieler. Entweder eine Heildose, also eine Palette Wir müssen sämtliche Feindeinheiten ausschalten. oder Priester oder zwischenzeitlich auch mal Schamane. Ach du Scheiße, ja. Okay, das ist ein Spielmodus, wo hier auch noch Jägerstaffeln mit in der Gegend herumfliegen. Wir haben ein Kommandoschiff und die Kollegen haben ein Kommandoschiff und die Schiffe zählen unterschiedlich viel. Ich glaube, ich bewege mich mal hier auf andere Sphären, ansonsten kolliden wir hier noch. Das ist doch ein gegnerisches Schiff oder bin ich jetzt gerade doof? Doch, das ist doch ein gegnerisches Schiff. Auch da hinten. Entladungsrakete aufgeschaltet. Entladungsrakete wird gestartet. Kommt sofort. System erschöpft, Captain. Feindliche Sprengköpfe haben unsere Position erfasst. Ja. Hi, Captain. Exo-Hülle wird aktiviert. Komm schon, komm schon. Komm, 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 komm. Exo, wir wurden getroffen. Ja, ich weiß, dass wir getroffen wurden. Einleiten. Ja, die Heilung, die kam keine Sekunde zu spät. Danke für die Unterstützung. Da müssen wir jetzt kurz warten. Hohe Schäden auf mehreren. Au, au, au. Ich glaube, da habe ich den Störimpuls zu früh rausgehauen. Oh, 5 Sekunden. 4. 3, 2, 1, Happy New Year! Man darf seine Punkte hier auch nicht so verschenken. Weil, wenn man selber stirbt, sind das halt auch immer Punkte für den Gegner. Ja, ich weiß. Hi, Captain. Exo-Hülle wird aktiviert. Exo-Integrität bricht zusammen. Schiff verlassen. Na gut, die bunkern natürlich ihre ganzen fetten Schiffe um das Kommandoschiff rum. Ich hoffe, wir sind auch so schlau. Wenn ich mir die Punkte angucke, offensichtlich nicht. Oh Gott. Ja. Entladungsrakete aufgeschaltet. Entladungsrakete wird gestartet. System erschöpft. Wird aufgeladen. Puh, vielen Dank. Ja. Bitte du. Alter, was?
ist das denn? Kannst mir doch hier nicht quer vor den Bug springen. Das ist nie eine gute Idee. Feindliche Raketen im Anflug, Captain. Schiffspanzerung auf 50%, Captain. Schiffspanzerung auf 50%, Captain. Aye, Captain. Ja. Exo-Hülle wird aktiviert. Entladungsrakete aufgeschaltet. Exo-Hülle wird aufgeladen, Captain. Entladungsrakete gestartet. Danke, Captain. Aye, Captain. Aktiviert. Wir haben nichts mehr übrig. Was? Oh, ich hab doch gerade Schnellfeuer aktiviert. Aber wenn du keine Muni hast, kannst du so schnell schießen, wie du willst, ne? Ach, Bastard. Nimm halt den da. Eine wahre Komposition aus Schüssen und... Oh. Entladungsrakete wird gestartet. Ja, immer dieses Rumtänzeln, das hilft euch auch nicht. Und die kriegt euch. Danke, dass Sie uns am Leben halten. Jo, das mache ich doch wahnsinnig gerne. Okay, da muss man jetzt nur noch so reinhalten, da erwischt man sowieso irgendwen, oder was ist das? Geschrottet! Reparaturteams sind unterwegs. So hören sich echte Soldaten. Nein, habe ich geschrottet, die Sau. Das war jetzt nicht so schlau. Da ist, glaube ich, auch ein feindliches Schiff gewesen. Oh. Hi, Captain. Feuer frei. Mehrere Einschläge festgestellt. Ja, ich weiß. Komm. Verdammt. Hey, lässt er sein Kommandoschiff hier unbewacht in der Gegend rumfliegen? Das ist auch ein bisschen schwachsinnig, oder? Unsere Entladungsrakete hat ein Ziel erfasst. Entladungsrakete gestartet. Wir müssen einfach so viel in das Kommandoschiff reinbraten, dass die beiden da nicht gegen anheilen können. Das wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Vielen Dank. System erschöpft, Captain. Was
los. Komm schon, komm schon, komm, 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 komm. Oh, die heilen sich alle gegenseitig hoch. Das ist doch so scheiße. Das ist so scheiße. Komm, 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 komm. Hallo. Entladungsrakete. Ja, sehr gut. So wollen wir das haben. Jetzt krieg ich für alt und für neu. Geil. Unsere Entladungsrakete hat ein Ziel erfasst. Exo-Hülle wird wieder aufgeladen. Hi, Captain. Feuer frei. Ich glaube, die mögen mich nicht. Scheiße, Jägerstaffeln sind auch ziemlicher Mist. Wenn man es ehrlich sein will. Entladungsrakete hat Feindkontakt. Die nehmen sie die Mission wieder auf. Man kann aus dem Missionsgebiet rausfliegen, das ist doch... Toll ist das. Nee, super. Mhm. Johnny, Nummer 2! Der einzige aus unserem Team, der unter die Besten gekommen ist. Wie schön. Ja, 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 geil. Also wenn man so ein Grotte spielt wie ich, kommt man zu den Besten. Was haben wir denn da? Artillerie, besser der Partie. 100, 200.000, okay. Doppelabschüsse. Abschüsse, Unterstützung, Partiestatistik. Punkteliste. Ja! Okay. Ja, alles klar. Ich kann euch einmal noch mal einen kleinen Einblick in die Basis zeigen, einfach weil das für heute meine letzte Folge hier ist. Hier oben sieht man so ein bisschen, wer man ist und was. Hier seht ihr, ich bin irgendwie Level 10, Kriegsschiff Captain Stufe 1. Hier könnte man einen Elite-Account kaufen. Aber das eine will ich euch mal sagen, liebe Spieleentwickler, ich habe ja keine Ahnung, wie eure Geschäfte so laufen. Aber hier das Gold zum Beispiel, ja, das ist die Währung, mit der man sich hier... irgendwelche Schiffe, Farben und hast du nicht gesehen, was alles kaufen kann. Und genau das Phoenix Bundle, das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen hier. Ja, da hast du ein Schiff, kriegst irgendein Wappen, ein bisschen Farbe und das soll 3.100 Gold kosten. Ist erstmal nichts Schlimmes, wenn man nicht rauskriegen würde, wie viel 3.100 Gold in Euro sind. Und da sieht man nämlich hier, hier würde ich jetzt sozusagen 3.100, also ich müsste mir sozusagen den und den kaufen. 25 Euro für ein buntes Schiff und ein bisschen Uniform und so. Ah, Leute, das ist viel zu teuer. Ich meine, okay, man kriegt auch zwischendurch durch Missionen ein bisschen Gold und ähnliche Dinge, aber alter Schwede, 25 Euro wirklich? Und ich das schon sehe, dass hier überhaupt angeboten wird für 130? Alter. Also, schönes Spiel, ich mag das Spiel, ich spiele sehr gerne, aber ich werde mir hier im Leben niemals irgendwas kaufen. Das tut mir leid, das ist viel zu viel. Also, ich habe bei World of Warplanes habe ich mir durchaus schon mal was gekauft. Weil ich das Flugzeug einfach cool fand oder weil ich die Farbe, weil ich immer diesen Raben, das Logo drauf haben will und sowas. Aber das bewegt sich alles in Preisspannen, wo man sagen kann, so einmal im Monat gibt man mal irgendwie einen Zehner aus oder sowas in der Richtung. Für zum Beispiel den Elite-Account oder den Premium-Account oder sowas. Aber, oh, alter Schwede. Ja,
Ich hoffe, es hat euch so... Achso, genau. Man kann hier übrigens noch customisieren. Man kann männlich, weiblich, man kann hier verschiedene Tattoos, Narben, Mützen und ähnliche Dinge, die kann man irgendwie freischalten und alles auch alles mit dem Zeug hier. Seine Schiffe... Was? Schiffe... Ja, genau. Schiffe im Besitz, da sieht man, was man so in der Gegend rumfliegen hat, wie die ausgerüstet sind. Das kann man hier alles gucken. Wie gesagt, die Morningstar Vintage, die habe ich, glaube ich, durch den Bäcker-Account mitbekommen. Und damals, ich meine, da waren die Preise auch irgendwie anders. Also ich meine, ich habe irgendwie ein, zwei Elite-Schiffe gekauft oder sowas in der Richtung. Aber das hat... Ja. Ich habe dieses Spiel lange Zeit nicht gespielt, hatte ich irgendwo vergraben. Ich hatte auch meinen Rechner zwischendurch neu aufgesetzt und bin ja halt mit dem Betriebssystem auf eine SSD umgestiegen und habe das Spiel danach nicht neu wieder installiert, aber dann habe ich es bei Steam wiedergefunden und ich konnte tatsächlich meinen alten Backer-Account mit dem Steam-Account wieder verbinden und insofern hat das ganz gut geklappt. So, heute bin ich raus aus Dreadnought. Ja, diese Videos werden so langsam aber sicher in meinen Kanal reindröppeln, weil ich die nächsten, obwohl jetzt, wenn dieses Video läuft, bin ich wahrscheinlich schon fast wieder da, aber ich bin die nächsten 3 Wochen im Urlaub, ich produziere so ein bisschen im Vorwege, sodass ich trotzdem immer noch jeden Tag ein Videochen rausbringen kann. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann!